Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wieder mal auf der Landesum, zusammen wieder mit Luca und auch Jan heute. Moin. Unser Ziel ist, nachdem ich gestern wir die ganzen Ballen fertig eingefahren haben und auch hier schon unser Silo verdichtet haben, damit es da schon ein bisschen gären konnte. Wir haben jetzt September. Wollen wir heute unseren Maishäcksel, den wir hier haben, auf 194 und 197. Jan hilft beim Ben im Lohnunternehmen aus und fährt für uns jetzt hier den Häcksler. Das heißt, wir fangen hier direkt an. Und wer soll der anfangen? Mir ist eigentlich egal, welches Feld. Ich glaube, ich würde auf der 197 anfangen und dann auf die 194 rübergehen. Okay, warte, lass mal einer von euch vorfahren. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Luca, fährst du vor? Ja, kein Plan. Sehr gut. Genau, Luca mit dem Acroliner und ich hier mit dem Antner Drehschimmel. Gut, wir werden halt den Hexer jetzt einfach abhängen. Ich bin mal ein 40 hier. Aber Lukas, dir das auch schon aufgefallen, dass mein Trecker irgendwas mit der Beschleunigung hat? Ja. Ich bin jetzt gerade erst auf 56 km/h, wollte ich sagen. Das ist mir schon aufgefallen. Das dauert ein bisschen bei dem. Ja, das wundert mich auch. Ist der kaputt oder ist der ganz repariert? Das Ding hat schon so schlecht gezogen, als der Nigelnagel neu war. Okay. Ja. Die Straße ist halt dazu gedacht, dass man auf ihr fährt, Luca. Der ja. Tipp am Rande. Welches Leben am Limit? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo da die Feldeinfahrt muss ist. Muss ich das Ding vorne dran aufklappen oder geht's? Das musst du abhängen, glaube ich, und dann. Ja, oder dann klappt's selber auf. Oder aufklappen und dann abhängen oder so. Ja, ich muss erst mal gucken, wo ich das hin so. Hier ist so ein Stück Wiese. Ja, dahinter bist du. Ich fahre dir gerade entgegen. Wir können da bei dir anfangen an der Ecke. Fangen da hinten mal an, würde ich sagen. Da wird wahrscheinlich auch die Feldeinfahrt sein. Ja. Ich kann das Ding nicht abhängen, Digga. Ah, das muss. Ah. Hallo? Hey, Digga, das musst du von außen abhängen. Okay, von außen, das hängst du hier unten so an, oder? Ah, jetzt weg. Ah, ja. Ja, dann machst du mal check. Dann sehr gut. Oder auch nicht. Ah, Mensch, Luca, ohne Licht hier. Ist das legal? Ja, ist doch hell. Ist doch hell genug. Ist hier doch genug. Baum. Komm ich da vorbei? Ja, es sieht ganz gut aus. Von hier hinten. Nee, aber der Zaun. Ah. Oh, komm, nee, warte. Machen wir anders. Profis. So. Stellen wir uns hier mal richtig hin. GPS brauche ich glaube auf dem Feld nicht anfangen. Ja. Musst du wissen. Ich bin jetzt ehrlich gespannt. Oh, ihr habt Auslastung an. Mhm. Hey, warum kann ich meine Tempomaten nicht mehr durchschalten? Könnt ihr verschiedene Tempomaten durchschalten? Mit 4? Digga, der Mais sieht wild aus. Ja, das ist auch eine Custom-Textur. Haben wir selber eingebaut. Kannst du das Licht hinter mir ausmachen? Blendet extrem, danke an der Stelle. Danke. Jo. Hat Magnus wird angerufen. Aber wir haben natürlich einen kompetenten Hexerfahrer, der multitaskingfähig ist. Das wird so viel Mais, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe jetzt schon 70%. Eben. Alter.
So. Du musst sagen, wie viel Prozent du hast, das sehe ich nicht, ne? Ja. Manuelle Rohrstörung, wer wird so schmecken? Ja, die Hexe haben wir leider nicht mit drauf. Es kommt noch. Komm mal ran, Luca. Komm mal her. Komm mal ran. Okay, ich komm. 95, 96, 97, 95. Jo. Kann ich weiter, ja. Ah, da oben ist ein Fenus. Okay. Luca, wir hätten sonst auch noch. Warte mal. Oh, sorry. Wir hätten sonst kein Ding. Wir hätten sonst auch noch einen Anhänger von Krampe da mit 50 Kubik, wenn du den willst. Alles gut, das passt schon. Das müsste reichen. Ist ja geil, der kleine Anhänger hat den. Der kleine Traktor den größeren Anhänger. Nee, passt genau gleich für den Ein. Echt? Ja. Ja. Einpassen, GPS was. Ausmachen. Ich gehe jetzt hier ran. Ah, okay. Ich sehe das gerade und Lukas jetzt schon 40%, ne? Das hat jetzt eben Schnee. Aber die Auslösung ist gut, der Hexer packt den Mais echt gut, obwohl der Mais richtig fett ist. Also wir haben jetzt gerade 300 Tonnen in der Stunde und wir haben jetzt insgesamt 10 Tonnen auf den Hektar. Das ist aber auch unrealistisch, 10 Tonnen auf den Hektar bei so einem guten Mais vom Aussehen her. Sag ich ganz ehrlich.
Don't think that we can stop it now.
So, dann würde ich sagen, war es jetzt auch mit der heutigen Folge jetzt mit dem Hexen, wo jetzt zum Schluss nochmal alle, was da waren, bis auf Ben. Hexen macht jetzt ein paar Probleme. Wir machen das zweite Feld hier noch fertig. Und dann geht es auch noch weiter bei Carlos hier oben. Aber das machen wir nicht in der Folge, denn sonst würde es wahrscheinlich etwas langweilig werden. Ich kann nur sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut auf jeden Fall auch bei unserem Partner G-Portal vorbei. Mit unserem Link in der Videobeschreibung spart ihr wie immer 10%. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Ciao.